What's going on? The driver's taken the Godfather to meet the inside man now, and we have audio on that meeting. I told you, Mark, the DEA is corrupted. Are you sure we can hear everything they say? Of course I'm sure. Now shut the hell up. I'm trying to hear what they're saying. I'm telling you, Vittorio, the man knows everything. Look, he knows I'm dirty. He knows all about your drug business. He's gonna tell everything to the cops. And he has some evidence with him and a fucking memory stick to fucking prove it. Who is he? I don't fucking know. Some David. David fucking Biedman. Calm down, Frank. You'll take care of him and the evidence he has. And how the fuck am I supposed to do that? You're the DEA, Frank. You have access anywhere. Here, use this. Oh, Jesus, fuck. And what happens when they realize it was me? Don't worry. It won't be seen at autopsy. You better be fucking right. You better fucking relax, Frank. When he's dead, Tony will give you your money and access code to the dungeon. You will meet Jack there. Do you understand? And what about the other issue? We'll take care of it. Now run along and do your job, Frank. And Frank, no mistakes. Das war deutlich. All right, boys, I need to get everything on that memory stick, so you better start working. Mark, your thoughts? Just get my briefing ready. Der Dungeon, 16. September 2005. Listen up, Mark. The former investigator David Biedman has crucial evidence against the Cianellos in the memory stick. The bad news is, that memory stick also contains the footage of our involvement in all those deaths. Now, Biedman's about to hand that memory stick off to the cops, and if anyone sees that evidence, we're as good as dead, Mark. The Cianellos want the memory stick for themselves, and that corrupted agent Frank Skinner is there to assassinate Biedman. Mark, you have to get that memory stick before the agent gets it. The Godfather's underboss, Jack Trench, and his right-hand man, Tony Moratore, are waiting for the agent nearby. Tony is supposed to hand out the access code to the agent, so locate Tony, kill him, and keep an eye out for that access code. They're dangerous and unpredictable criminals, Mark. Eliminate all of them and retrieve that memory stick. Agent Frank Skinner. Frank ist ein klassisches Beispiel dafür, was zwei schmerzhafte und teure Scheidungen für einen Mann bedeuten können. Er ist bitter, arrogant und extrem gierig geworden, mit einem sehr niedrigen Selbstwertgefühl. Jetzt ist Frank bereit, die Regeln für ein paar zusätzliche Dollar zu brechen. Und leider ist er gut darin, schlechte Entscheidungen zu treffen. Das Arrangement bei den Cicinellis beweist es. Mit unehrlichen Methoden arbeitete sich Frank in der DAA nach oben und ist seit Jahren ein führender Agent. Wegen des Ranges denkt er, dass er über dem Gesetz steht und unantastbar ist. Er ist zweifellos ein korrupter Agent. Jack Trench, der Stellvertreter des Paten Vittorio Cicinellius und der beträchtlichste Besitzer des Dungeons. Einige Frauen nennen ihn den Albtraum der Cicinellis und haben recht. Der Mann ist definitiv verrückt und geistig instabil. Er schlägt, missbraucht und behandelt Frauen respektlos. Er entführt Menschen, legt sie in sein Gefängnis und fordert sie nur zum Spaß. Gerüchten zufolge hat er seine erste Frau ohne fünfte Erklärung zu Tode gewirkt. Der Mann zeigt von niemandem Respekt. Tony Murator. Tony arbeitet als Laufbursch und Offenskiller für die Cicinellis. Sein Markenzeichen ist sein langer Mantel und seine schwarze Mütze. Von Tony wird erwartet, dass er eine Aktentasche und Agenten hat. Schau sie dir an. Tony ist Jack Twinch rechte Hand und Jack behandelt ihn wie einen Bruder.
den er nie hatte. Gerüchten zufolge hatte Tony eine schlechte Kindheit mit einem schrecklichen Vater. Die Cincinnatis gaben ihm die Möglichkeit, ein Teil einer echten, fürsorglichen Familie zu sein, was Tony in der Kindheit nie hatte. Er ist ruhig und hat brave Manieren, aber er ist immer noch ein kaltblütiger Mörder, der bereit ist, alles zu tun, was die Cincinnatis ihm sagen. Der Schwert Stick sollte im Besitz des ehemaligen Polizisten David Beatman sein. Agent Skinner versucht, den Sprecherstick von Beatman zu bekommen. Es enthält Beweise für unsere Beteiligung an all den Todesfällen. Und weder die Polizei noch die Cincinnatis dürfen sehen, was sich auf dem Sprecherstick befindet. Okay. Gut. Auf die Map gucken hier. Und unsere Ziele. Okay, also alle Ziele sind zwar ab dem zweiten. Alle müssen erstmal in den zweiten Stock kommen. Soup and grilled corn, best in town. Step right up. Sausages, French fries, all you can eat. This way. Come on, come on. Vorgehen mal. Was haben wir gesagt? Get your watermelon, get your oranges, get it all right here. Come on, step right up. A dollar a pound. Come on, come on. Nein, haben wir nicht. Okay, Mist. Kann ich jemanden bekommen? Employees only. Get lost. Hey. Come and get it. Fresh soup and grilled corn. Best in town. Step right up. Get your fresh hot soup and grilled corn. Sausages, come on, French right fries, all you can eat. This way. Come on. Right up and get some water. Lecker. Get some oranges. Come on now. Come and get it. Fresh soup and grilled corn. Best in town. Step right up. Geil! Den ersten haben wir schon. Welchen haben wir jetzt umgebracht? Ich hab gar nicht umgeguckt. Oh, das ging sehr schnell. Wir haben Glück gehabt. Und wir haben eine komische Aktentasche. Aktentasche mit der Zahlung für Frank Skinner mit einigen Papieren seinen einem Führungsboot 538. Okay, man muss zwei Menschen töten. In der Vertiefung ist da der Aktenkoffer weiter. Geil! Nice, haben wir wieder was Cooles hinbekommen. Lieber einfach Morde feiern. Fresh soup and grilled corn. Got my fucking ass kicked by a junkie. I ain't got no money. Fucker of the year. Ah.
Aber ganz ehrlich, so ein Glück zu haben, dass wir genau in dem Moment da standen. Das ist zu geil. Wir wollen noch vorsichtig sein. Wir müssen uns vorsichtig überlegen, wie wir da jetzt reinkommen. Na, vielleicht haben wir schon eine Möglichkeit. Das kann sein, das sind echt, als wenn ihr die Karten spielt. Ich glaube ja. Oder bestimmt ein guter Koch, oder? Was meint ihr? Haha. Ja, bin schon ein hervorragender Koch. Hallo. Nur für Mitarbeiter, ne? Ich bin ja Mitarbeiter. Hey, you okay? Hopp. Bist du? Ich bin Mitarbeiter. Na? Du hast nichts für mich, oder? Was du denn? Was machst du mich? Ein Fehlversuch. Der hat von unten die. Aber was hilft mir das dann? Ach so, oder vielleicht um an ihn ranzukommen. Hey, you okay? Aber weil wir das ja schon erledigt haben, müssen wir jetzt hier nur ins Polizeirevier, ne? Zwei? Ja, wo ist denn hier? Police ist da. Ach so. Ah, jetzt verstehe ich's. So. Hallo, vom Koch. Also bekochen. Darf ich, ne? Hey man, we're closed. Get out. Wir haben geschlossen. Genau, die Polizei hat geschlossen. Tut mir leid. Ja. Brauche ich einen Kopf. Was bist du? Ein Techniker. Also er darf oder wie? Kommt der Techniker nicht wieder? Ah,
Wann kommt der Techniker wieder? Aber das war riskant. Du warst keiner. Und ich bin doch, glaube ich, besserer Polizist, oder? Mein Essen hat den Leuten nie geschmeckt. Verdammt! Oh, was ärgerlich. Listen up, Mark. The former investor. Ja, okay, scheiße. Nein. Oh, man, das lief doch so gut. Oh, das war ärgerlich. Okay, wir wissen auf jeden Fall, dass wir hier einfach warten müssen. Ich glaube, den Koch können wir uns sparen. Kommt er nicht? Also, das war der erste Ziel. Ja, genau. Ah, wenn die da nicht gekommen wären, ne? Wäre es voll geil geworden mit dem Bullen. Aber nein, die müssen ja kommen. Das heißt, ich nehme die mit einem Kopf. Ich werde doch den Techniker nehmen sollen. Come and get it. Fresh soup and grilled corn. Best in town. Step right up. Get your fresh hot soup and grilled corn. Come on, step right up and eat. Ja, wir handeln dich, als wäre ich Luft für ihn. Doch das wird er noch bereuen. Come and get it. Fresh soup and grilled corn. Best in town. Na gut, so weit waren wir noch nicht. Und das ist das Gute, das meine ich ja. Wenn wir halt eine Sache wissen. Was? Yeah. Schnauze. Ja, sammeln. Nein. Hallo, was kannst du? Und hoch mit dir. Oh, geschlossen. Und rein! Jetzt kommt der witzige Teil. Also, wir waren verlassen. Ich muss irgendwie ins Polizeirevier. Step right up and eat, don't be shy. Ah, Mist, ich muss halt irgendwie gucken, dass ich irgendwie ins Polizeirevier komme. Aber zum Glück. Na, jetzt kommen wir. Jetzt könnte wir so nicht mehr. Aber er kam von Techniker vorbei.
Hey man, we're closed. Nein, wir haben geschlossen. Ja. Ja, die Polizei. Wir haben geschlossen. Aber mein Nachbar wird gerade verprügelt. Nein, wir haben geschlossen. Kommen Sie morgen wieder. Läuft das zu einem Notarzt ab? Ja, mein Ehemann hat einen Herzinfarkt. Tut mir leid, dann wäre er geschlossen. Hm. Wo kommt er raus? Hm. Wo kommst du da raus? Und da ist aber auch eine Weile. Ja, auf die Kopf. Ey, bist du mal fertig? Mit Ohr zu kotzen ist echt eklig. Ja, wow, weißt du, wenn wir gleich an jemanden ziehen, wo ist denn hier ein Lagerhaus? Lagerraum. Mal gucken. Was? Wo kann ich den Typen? So, voll die... Der? Fenster? Wieso war noch eine Welt? Das mache ich. Da sehe ich mich. Nein. Ich noch einmal sehen. Gebiss werden. So, wo dieser Lagerraum ist, ja, wer ist auch drin? Wer ist auch in der Polizeiwache? Oh, ich hätte nur warten müssen. Oh, wie gemein. Na gut, egal. War am Anfang. Aber gut. Nächstes Mal länger beobachten. Länger absorbieren. Hallo! Habt ihr immer noch geschlossen? Long day. Hello there. Bisschen was rausholen. Danke. Ich glaube, der meint natürlich den Lagerraum, ne? Was? Schlüsselkarte? Ach komm. Techniker. Polizist nicht besser? Warum sollte ich warte, ich weiß ihn noch nicht. Ich erstmal eben. Hello, long day, ja? Ich glaube, er ist ein Polizist. Des alten Lagergebäudes. Ich glaube, es ist irgendwo. Haben wir hier irgendwo Police? Dungeon? Oh, die haben den Ausweis. Da will ich auch rein. Hä? Hier ist ein Alarm oben aus. Okay. Ich mache erstmal nichts, weil einfach so Sachen drücken. Bringt nichts. Oben Alarm auslösen. Was war, warum? Ich bin nicht. Okay, hier ist noch ein weiteres Ziel von uns. Hier kann ich ihn hier ermorden. Nein. Nein, keine. Hier sind keine Warnkameras. Was? Shut your mouth. I'll unscrew your head and take a shit right down your throat. Ain't nobody here gonna help you anymore. You understand that? Mark Slater, how did you get in? Not everything is what you might think, Mark. You want to know a secret about your boss, Jacob? Das Geheimnis. Den
lassen wir einfach hier liegen. Okay, das tut sich nicht. Bedeckte tun. Ah, tolles Geheimnis. Also, es war ein krasses Geheimnis. Menschenskinder. Das ist ein krasses Geheimnis gewesen. Achso. Ey, kann sein, dass Jacob uns verraten wird. Ich call's einfach. Ich sag, er verrät uns. ich hab Geheimnis für dich. das ist natürlich nicht lustig. Entschuldigung. Ja, das wird so geil. Oh. Ja gut, einen Techniker brauche ich nicht. Umbringen. Wir wissen ja, wie ich habe kriege ich einen. Oh, easy. Wo sind jetzt die nächsten beiden? Hey, ein altes Haus. Du Genickverrenker, oder? Ist er hier? Okay, aber voll. Alright, listen up, people. Has anybody found any new information from the database related to Vittorio Sicanello or the D-Pain? If someone finds anything related to either one of them, I want to know exactly what it is, and I want you to report it to me immediately. Do I make myself clear? Ich bin ja schon ganz froh, dass wir die Speicherkarte haben. Obwohl ich gedacht hätte, dass wir das Witz das machen. Hey, you okay? Ja, ich, wo er den gleich finden, oder? What the fuck? Where is that fuck? Frankie? Du bist ein guter Killer. Aber sollte immer aufpassen, dass man nicht von einem Killer gekillt wird. Oder rein mit dir. Gehen wir in den Verlust. Das war ja easy. Na? Hey, you okay? Ah, Folgen gekillt, das war ja easy. Das ist schon echt nicht schwer, ne? Sehr einfach gemacht. Oh, Morgen, irgendwie auch mal was Schönes. Also. Ist mal ein einfaches Spiel. Ja, man ganz geil. Oh, ich will die Eisenbahn gucken. This area is closed, pal. Skin is das komplette Area? Oder darf ich ja als Polizist nicht... Weil ich glaube, Techniker dürfen hier hin, oder? Oder was hello hat? There. Long nein. Day, huh? Yep. Hello there. Long day, huh? Area is closed, hä? Die komplette... Hä? Hä? Aber warum kann man ein Techniker werden? Area closed, buddy. Skin is orders. Oh Gott, nee. Ich werde gleich wieder kopfen. Ich bringe ja gar nichts. Das ist für eine hello Scheiße. There. Long day, huh? Hi. Ich denke, das ist ein scheiß Job. Da muss ich einfach warten, bis von da jemand runterkommt. Hey, you okay? Ja. Kommt da jemand? Jetzt warte ich hier mal ganz kurz. Ich warte mal. Na. Das ist also die Schwierigkeit der Mission, oder was? Techniker. Nee, ich will kein Techniker mehr werden. Ich
Techniker so scheiße? Warum zum Teufel soll man Techniker werden? Da kommt man da irgendwie doch anders rein in diesen Raum, ohne den Polizisten eins überzubraten. Ihn zu ermorden. Keine Ahnung, aber. Hey, you okay? Naja. Hey, you okay? Momentan sind wir sowieso safe, ne? Also ich vor oben eine spezielle, aber vielleicht geht's gleich, wenn ich nochmal raus hier. Hello there. Long day, huh? Hopp. Na, hi, hi. Solche Anzugträger, ne? Mal gucken, ob ich vielleicht hier irgendwelche. Hey, you okay? Aber ich wollte schon sagen, Polizist müssten sie mich ja nicht reinlassen. Ich hätte mich sehr gewundert, wenn die jetzt gesagt hätten, nee. Das würde ich ja nicht werden. Ach, sehr interessant. Ach, das ist ja interessant. Aha. Okay. Das ist aber mal sau interessant. Okay, man merkt hier gerade, die Map ist gar nicht so groß. Der Kreis sich dann da wieder ein bisschen schließt. Okay, einer. Pfeife. Hey, you okay? Ja, immer noch. Ich bin mir jetzt immer noch gut. Aber vielleicht wieder noch Fragen. Ob es mir schlecht geht oder wie? Aber warte, vielleicht da. Ich bin da nicht mehr. Ich bin selber auf dem Schlauch, weil da weiß ich momentan auch selber noch nicht, wie ich reinkomme. Aber ich glaube, wir brauchen, müssen wir für diesen Scheiß Lager. Come on, come on. Oh, beim Maiskolben. Also das. Come and get it. Das esse ich nicht. Sausages, French fries, all you can eat. This way. Come on, come on. Na. Hold it. Restricted area. Get out of here. Du willst also nicht, dass ich in die Dungeon gehe. Was sollen wir da bloß machen? Wie können wir das bloß regeln? Umbringen. Ich weiß nicht warum, aber wird schon was gebracht haben. Vielleicht noch. Ja. Für was ist jetzt der Schlüssel? Achso, ich habe noch den gleichen bekommen. Oh wow, hat ja richtig gelohnt. Danke sehr. Okay, weiter dann. Der von hier.
mit meiner Kindheit auch nicht meine Schlüssel benutzt hat, ne? Wäre ja mal ganz nett, wenn das Spiel Bescheid sagen würde, oder hey, hast du den Schlüssel gerade benutzt oder so, oder hast du es aufgeschlossen? Und schade. Dann weiß ich ja gar nicht, ob er die Tür jetzt so öffnet, ob die auf war vorher oder nicht. Das ist irgendwie mit dem Symbol mal. Ich glaube, hier sind wir richtig. Oder ist das ein. Ja, wir haben den zum dritten Mal. Wow. Okay, geil, danke. Ja. Ist vielleicht für ihn dann? Nee, das kann nicht sein. Läuft er vielleicht hier hin? Und dann mal einer raus. Dann warte ich nochmal. Warte hier. Jetzt kommt er. Der vielleicht da rein? Ich kümmere mich um euren Arzt ihn mal. Oh, pissen, Kumpel. Pisser. Na, hi. What's up, man? Ah, ich wollte dir dann schön pissen. Zu viel Energy getrunken. Gut, ich bin im Dungeon. Ich bin im Dungeon. Nur jetzt hier sind Police Reports, that knife wounds on her body appear to be superficial and may have been self-inflicted. Chris Fox, ja, weiß ich jetzt nicht. Kann jetzt nicht mehr so schnell laufen, weil ich nicht weiß. What's up, man? Hier hin da. Ja, what's up? Auf hoch, ne? What's up, man? Sehr gut, Leute. Und so, ganz easy. Ich glaube. Darf ich? Was ist denn ein Schrank? Aber was? Jetzt los! Liegen wir den Deck. Den Chef bekommen. Cool, kommt. Ja, easy. Okay. Tschüss. What's up, man? Aber was denn für eine easy Mission? Okay, ich war nur einmal zu schnell, aber und so. Auf second try, okay, gut, einmal bin ich leider gestorben. Hätte nicht sein müssen. Ich hab doch locker. Das. Also ohne Witz, das Spiel, würde ich so sagen, kann man locker schaffen. Ohne zu sterben. Wow. Ohne zu locker.
Easy peasy, das war voll easy. Das Game ist echt nicht sehr schwer. Klar, ist auch immer eine Empfindungssache, aber ich würde schon sagen. Ich glaube einfach. Nein, bin ich nicht sehr gut in solchen Spielen. What's up, man? Ja, what's up, wo geht das dann schon wieder raus? Wieder raus! Ich halte dich mal aus! Also. Oh. Ich hab. Plastik. 538 hab ich, 538. Okay. Sehr gute Post geschafft. Gut, war Sicherheit. Ja, es ist auch nicht immer der optimalste Weg. In dem Sinne jetzt hier perfekte Wertung und so ein Blödsinn. Aber easy. Aber sonst. Ja, klar, wenn man jetzt wenn man auf Park optimalen Weg spielen will, dann brauchen wir vielleicht länger. Wenn ich jetzt da. Ja, das schon. Hier war aber nicht der Müll, aber ne? Nee. Achso, warte. Ah ja, jetzt weiß ich, glaube ich. Ja, jetzt weiß ich wieder. Achso, ich bin. Ja, dann war ich hier. Hier lang. Umziehen. Und verlassen. Aber das war wirklich eine sehr leichte Mission. Oh. Das war wirklich. Habt's verstanden. 26 Minuten haben wir. Schütze und normal, ja, wow. Weil dann bin ich ja easy.